Wollen wir mal die Kirche besuchen, Alistair? Der Ort, an dem du für ein ganzes Weilchen als Templer gedient hast? Ja? Gute Erinnerung, oder? Nein, ich habe auch eigentlich gar keinen Bock so als Magier. Aber wir müssen wohl. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wie schon gesagt, wir werden jetzt die Kirche besuchen. Großes Gebäude. Sehr großes und überfülltes Gebäude, wie ich hier sehe. Sehr viele Leute. Ein Bauer. Es gibt Berichte. Seid ihr auch hier, um mit der ehrwürdigen Mutter zu sprechen? Wo ist sie denn? In ihrem Arbeitszimmer. Sie bereitet unser aller Flucht vor. Ich glaube nicht, dass zurzeit jemand bei ihr ist. Ich war hier, um ihren Segen zu erbitten. Jetzt, wo meine Familie und ich unseren Hof verlassen, um nach Norden zu fliehen, brauchen wir alle Gnade, die der Erbauer zu geben hat. Also, ich wünsche euch viel Glück. Ich muss mich auf den Weg machen. Mit etwas Glück bin ich bei Einbruch der Nacht wieder auf meinem Hof. Danke, dir auch viel Glück. Das Dorf noch hat. Und ich werde es nicht aufgeben. Das ist alles. Möge der Erbauer uns gnädig sein. Das ist Sir Bryant hier vorne. Ja, Herrin. Darf ich fragen, wer ihr seid? Ich bin Alice. Ich bin Sir Bryant, der Kommandant der verbliebenen Templer Lotherings. Ihr wirkt nicht wie die anderen Flüchtlinge. Gehört ihr zu Arl Emens Rittern? Nicht ganz. Kommen aber viele seiner Ritter hierher? Es waren einige in letzter Zeit. Arl Emen ist erkrankt und alle seine Ritter sind auf der Suche nach der heiligen Urne mit der Asche Andrastes. Es heißt, sie heile alle Krankheiten. Er muss wirklich sehr krank sein, wenn ein Wunder das einzig mögliche Heilmittel ist. Einer der Ritter des Arls, Sir Dunnell, ist hier und jagt Hirngespinsten nach, während, wie auch immer. Fragt ihn selbst, wenn ihr euch für seine Torheiten interessiert. Ich hätte gerne einige Informationen. Natürlich, solange es sich um etwas Wichtiges handelt. Alles, was ich frage, ist wichtig. Habt ihr hier das Sagen? Die ehrwürdige Mutter führt diese Herde. Ich befehlige nur ihre Templer. Normalerweise ist es unsere Aufgabe, die Kirche zu beschützen und nicht genehmigte Magie aufzuspüren. Aber zurzeit können wir ausschließlich die Unschuldigen beschützen. Ihr wisst aber, dass ich zum Beispiel eine Magierin bin. Genau wie ich. Ich habe im Moment keine Zeit, über derartige Dinge auch nur nachzudenken. Meine Sorge gilt dem Schutz dieser Leute. Die einzige Bedrohung, die ich für sie sehe, ist die dunkle Brut. Wie kämpfen Templer eigentlich gegen die Magie? Uns steht mehr zur Verfügung als nur Schwerter. Wir wurden auch gelehrt, unheilige Magie zu bannen. Wenn wir nur auch die dunkle Brut mit unseren Kräften aufhalten könnten. Aber leider ist es nicht so. Wo kann ich denn die ehrwürdige Mutter finden? In ihrem Arbeitszimmer, nehme ich an. Sie bereitet vermutlich alles vor, was sie mitnehmen wird, wenn wir doch evakuieren müssen. Seid ihr der einzige Schutz dieses Dorfes? Unser Ben wurde von Taryn Loghain zu sich befohlen und hat seine Soldaten mit nach Norden genommen. Lothering wurde sich selbst überlassen. Das ist ja uncool. Könnt ihr mir noch etwas anderes erzählen? Natürlich, solange es sich um etwas Wichtiges handelt. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Abgesehen davon, dass sich uns die Horde der dunklen Brut nähert, keine davon ist gut. Es heißt, Taryn Loghain wolle sich selbst zum König erklären. So kommt eine Katastrophe zur anderen. Was meint ihr damit? Taryn Loghain hat keinen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron. Auch wenn er ein Held und seine Tochter die Königin ist, so bleibt er doch ein Bürgerlicher. Außerdem ist der König noch nicht einmal richtig kalt. Wenn Arl Emen die Möglichkeit gehabt hätte, einzugreifen, wäre es vielleicht... Es kümmert mich nicht, wer den Thron besteigt. Nur Narren streiten um ein Haus, während es um sie herum abbrennt. Das stimmt. Ich habe keine Fragen mehr. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Doch, sieht sehr schlecht für das Dorf aus. Ja, das tut es. Da der Ben seine Männer mit in den Norden genommen hat, ist das Dorf seinem Schicksal überlassen. Wir werden so viele wie möglich evakuieren, bevor die Horde hier ist. Ich bleibe, solange ich gebraucht werde. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Ich hoffe, und jetzt muss ich es leider sagen, dass ihr mir helfen könnt... Ich bin nämlich ein grauer Wächter und ich weiß, auf uns ist ein Kopfgeld ausgelegt. Aber ihr seid doch nicht so materialistisch, ne? Ihr wollt mein Kopfgeld nicht, oder? Also, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich verstehe. Das ist allerdings bemerkenswert.
Theron Loghain hat alle grauen Wächter zu Verrätern erklärt und sie für den Tod König Kaelens verantwortlich gemacht. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich habe die Gerüchte gehört. Ich glaube nicht, dass die grauen Wächter so rücksichtslos oder hinterhältig sein könnten, wie der Theron behauptet. Dennoch ist das der Stand der Dinge. Es wird wohl das Beste sein, wenn ihr euch nicht allzu lange hier aufhaltet. Nur für den Fall. Ach ja, und wegen dieser Banditen außerhalb des Dorfes. Beim Atem des Erbauers. Wie oft müssen wir sie denn noch verjagen? Einmal weniger. Ich habe sie selbst vertrieben. Wirklich? Sind sie fort? Es ist wahr. Ich habe selbst gesehen, wie diese Bastarde in Richtung der Hügel gerannt sind. Das ist tatsächlich eine beeindruckende Leistung. Würdet ihr eine kleine Belohnung für eure Mühen akzeptieren? Wenn die Bezahlung stimmt, könnte ich nach weiteren Ärger Ausschau halten. Ich wünschte wirklich, ich könnte mir derartige Hilfe leisten. Bitte nehmt eure Belohnung. Das ist alles, was ich euch anbieten kann. Falls es euch interessiert, die Anschlagtafel des Kantors ist voller Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Für einige davon bietet er sogar eine Bezahlung an. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Könnt ihr mir trotzdem noch weitere Hilfe anbieten? Irgendwas? Ich fürchte, ich kann euch nicht offen helfen, aber hier, nehmt diesen Schlüssel. Er öffnet den großen Schrank an der hinteren Wand. Wir haben hier mehr, als wir bei der Evakuierung mitnehmen können. Also nehmt euch, was ihr braucht. Ich danke dir. Du bist ein Guter. Und ich sollte gehen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Möge der Erbauer über euch wachen. Der war echt ein Guter. Ein sehr, sehr guter Mann. Finde ich gut. Wir haben aber was über den Aal Eamon erfahren. Und Sir Donald ist auch hier und wird uns noch mehr erzählen können. Wer? Bitte verzeiht. Ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Donald, seid ihr das? Alistair? Beim Erbauer. Wie geht es euch? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht. Und das ist nicht Theron Loghains Verdienst. Wenn Aal Eamon wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Ihr seid also hier, um nach der Urne der heiligen Asche zu suchen? Ja, das bin ich. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Eigentlich hatte ich gehofft, den Aal auch zu treffen. Warum, wenn ich fragen darf? Wir bräuchten seine Hilfe gegen Theron Loghain. Ich verstehe. Der Aal ist zwar ein beliebter Mann, aber Theron Loghain ist in ganz Ferelden ein Volksheld. Was auch immer der Theron getan oder gelassen hat, ändert nichts am Zustand des Aal. Ihm gilt meine größte Sorge. Ist es dann überhaupt sinnvoll, nach Redcliffe zu gehen? Er könnte bereits tot sein. Aber vielleicht hat sich sein Zustand in den Wochen, die ich schon fort bin, auch gebessert. Wir sollten selbst nachsehen, was in Redcliffe vor sich geht. Davon bin ich jetzt mehr denn je überzeugt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ihr auf Schloss Redcliffe willkommen seid. Die Alessa ist dort und sie kann euch vermutlich mehr sagen als ich. Das klingt doch schon mal gut, aber solltet ihr nicht auch vor der dunklen Brut fliehen? Meine Mission hat Vorrang. Aber trotz aller Bemühungen fürchte ich, dass ich mit leeren Händen nach Redcliffe zurückkehren werde. Euch hat also die Suche nach der Asche hierher geführt, richtig? Ich hatte gehofft, in der Bibliothek der Kirche etwas zu finden. Aber ich eigne mich einfach besser für den Kampf als für die Jagd nach Legenden. Erzählt mir mal mehr über diese Urne. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich nehme an, das wisst ihr bereits alles? Ja, aber erzähl mir ruhig ein bisschen was darüber. Wenn es euch wirklich interessiert, findet ihr hier Bücher, die enormes Wissen enthalten. Nichts von dem, was ich gefunden habe, lässt mich glauben, dass diese Suche mehr ist als eine verzweifelte Hoffnung. Sobald Sir Henrik eintrifft, werde ich nach Redcliffe zurückkehren und der Alessa genau das sagen. Wer ist denn Sir Henrik? Ach nee, Sir Henrik, da habe ich was gefunden. Ich habe hier etwas, das ihm gehörte. Was? Und ihr habt sein Medaillon? Und eine Notiz? Beim Erbauer. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Es tut mir leid um euren Freund. Aber ich habe die Banditen vertrieben, die ihn auf dem Gewissen haben. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Ich sollte gehen. Jetzt, wo Henrik tot ist, muss ich nach Redcliffe zurückkehren. Vielleicht werde ich später den Skolaren aufsuchen, den er in seiner Notiz erwähnt. Aber jetzt muss ich gehen.
Lasst mich euch erneut danken, Herren. Ihr wart mir eine große Hilfe. Ich habe gerne geholfen. Damit haben wir eine Quest wieder absolviert. Dann war der Templer also Sir Henrik. Stimmt, da war ja was. Das hier ist doch der Schrank, oder? Gucken wir mal. Wow, da ist quasi nichts Interessantes drin. Freue ich mich total. Nach Erlösung suchen, Narren, Befreiung finden. Da beten sie um Hilfe zu einer Prophetin, die sie verbrannt haben, und einem Gott, der ihnen nicht einmal, sondern sogar zweimal den Rücken gekehrt hat. Sie haben die Prophetin Andraste verbrannt und jetzt ist sie ihre große Rettung. Ja, das ist schon dumm. Also, muss man so sagen. Hallo, darf ich hier rein? Ich darf doch, oder? Hi, eine ehrwürdige Mutter. Und kein Loot. Schade. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, meine Liebe? Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können als die meisten, die es hierher schaffen. Wer seid ihr denn? Ich bin die ehrwürdige Mutter dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Was für eine Spende wäre angemessen? Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Ja gut, von mir aus. Ich danke euch, meine Tochter. Was kann ich also für euch tun? Ich bin ein grauer Wächter und brauche eure Hilfe. Ein grauer Wächter? Hier? Oh nein, ihr bringt mich in eine schwierige Lage. Ihr müsst wissen, dass Taryn Loghain die grauen Wächter zu Geächteten erklärt hat. Das weiß ich schon, aber was kümmert mich Loghains Lügen? Der Taryn macht die grauen Wächter für den Tod des Königs verantwortlich. Auf euren Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Haltet euch bedeckt, dann verspreche ich euch, dass ich eure Anwesenheit hier geheim halten werde. Mehr kann ich nicht tun. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Gar nichts. Mehr kannst du gar nichts machen. Keine Art von Hilfe, in keinster Weise. Ich kann euch nicht helfen, ohne die Sicherheit dieses Dorfes und dieser Kirche zu riskieren. Alles, was ich tun kann, ist, eure Anwesenheit hier geheim zu halten. Es tut mir leid. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Na dann segne mich bitte. Wenigstens das. Einen grauen Wächter? Ja, ihr habt einen schweren Weg vor euch, nicht wahr? In Andrastes Namen bitte ich den Erbauer über sein Kind, seine Schöpfung zu wachen. Behüte sie auf ihrem Weg, o Erbauer. Sei ihr ein Licht in der Dunkelheit. So soll es geschehen. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Ja, dann werde ich jetzt gehen. Möge der Erbauer über euch wachen, grauer Wächter. So, damit haben wir die Kirche abgeschlossen. Und wir gehen jetzt mal hier rüber und schauen uns den Rest dieses Dorfes an. Reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Ja, wir werden öfter solche kleinen Gespräche unserer Begleiter miterleben. Ich find sowas schön. Ich find's lustig. Weißt du eigentlich, was hier vor sich geht? Die Verderbnis, der Bürgerkrieg. Ich frage mich, wie viel davon du verstehst. Er wedelt glücklich mit dem Schwanz. Wir sind alle etwas Besonderes. Mit besonderen Aufgaben. Sogar du. Vor allem du, irgendwie. Du bist der Mabari und beschützt eine der wichtigsten Personen... Was? Du willst spielen? Aber ich rede mit dir. Warum will mir eigentlich niemand zuhören? Tja, Alistair, da würde ich mir echt mehr Gedanken machen. Ich wusste doch, man findet hier was, wenn man mal ein bisschen sucht. Und dann ist es nur leeres Pergament. Na super. So, jetzt haben wir nämlich diesen Ort. Hier sind zwei Quests. Einmal von der ältesten Miriam und einmal von Allison. Diese zwei Quests sollen sozusagen ein
Intro sein für die Herstellungsfähigkeiten. Und diese Quest kann man vollkommen ausnutzen, um Geld zu machen, ohne Ende Geld zu machen. Wir werden sie nicht vollkommen ausnutzen, wir werden sie nur mal gemacht haben. Also, wenn mein Plan aufgeht. Aber nur damit ihr wisst, diese zwei Quests kann man nutzen, um richtig reich zu werden. Seid gegrüßt, Fremde. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Wofür braucht ihr denn die Fallen? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Ja gut, und warum kauft ihr nicht einfach welche? Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Er hat Giftfallen auf seinem Land? Er hat noch kein Gift im Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Ich kann keine Fallen herstellen. Aber eigentlich mein Kollege. Es kann jetzt sein, dass ich, dadurch, dass ich nicht die Fallenherstellung geskillt habe, mich aus dieser Quest ausschließe. Das ist in Ordnung, da habe ich nichts dagegen. Ich würde sie aber trotzdem gerne machen. So ist nicht. Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Ja, okay. Ich bin jetzt ausgeschlossen von dieser Quest. Das macht aber nichts. Bei ihr war es die Giftherstellung, soweit ich weiß. Ich wollte euch nur zeigen, die Möglichkeiten, weil die paar EP und das bisschen Geld stört mich persönlich jetzt nicht. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich euch helfen könnte. Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Wir brauchen Betten, Lebensmittel und ein Ende all dieser traurigen Geschehnisse. Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Genau, bei ihr war es nämlich nicht Gifte, die man herstellt, sondern Wundverbände. Und doch ein bisschen kenne ich mich damit aus. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Danke. Und jetzt heißt es halt herstellen, herstellen, herstellen. Das werden wir später noch machen, noch bevor wir hier aus dem ganzen Gebiet rausgehen. Aber erstmal will ich noch ein bisschen was anderes hier mir angucken. So, so, wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einer Elfin zu fragen, die genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Wie kommt ihr darauf, dass wir Verräter sind? Taryn Loghain behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Genug geredet! Nehmt den Wächtern Gewahrsam! Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt! Ja, bringen wir es hinter uns. Ach doch nicht hier in der schönen Schenke. Das muss doch jetzt nicht sein. Aber wenn ihr unbedingt wollt, na dann, einmal einfrieren. Und wir leben. Ihr habt gewonnen. Wir ergeben uns. Gut. Sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Überbringt Loghain eine Nachricht. Was sollen wir ihm sagen? Die Grauen Wächter wissen, was wirklich geschehen ist. Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Wer seid ihr überhaupt? Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Du warst es? Was bedeutet das?
Ich habe mich der Kirche angeschlossen, um ein Leben in friedlicher Kontemplation zu führen, bin aber keine Priesterin, nicht mal eine Anwärterin. Ich bin Alice, erfreut euch kennenzulernen. Es hieß, ihr seid ein grauer Wächter. Mich überrascht, dass ihr eine Elfin seid, aber Elfen wollen die Verderbnis vermutlich ebenso vernichten wie die Menschen, richtig? Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Das geht schnell. Warum wollt ihr euch unbedingt mir anschließen? So sehr schnell und ohne Aufforderung. Der Erbauer hat es mir gesagt. Ja, genau. Kannst du das näher ausführen, bitte? Ich weiß, dass das völlig verrückt klingt, aber es ist wahr. Ich hatte einen Traum, eine Vision. Noch mehr Verrückte? Haben wir davon nicht schon genügend? Seht euch die Leute hier an. Sie sind verloren und verzweifelt. Die Finsternis, das Chaos, es wird sich ausbreiten. Und das will der Erbauer nicht. Was ihr tut, wozu ihr berufen seid, ist das Werk des Erbauers. Lasst mich dabei helfen. Ich weise keine Hilfe zurück, wenn sie mir angeboten wird. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das ist gut zu wissen. So, wir werden den Hund jetzt erstmal rausnehmen. Weil ihr seht, wir können offiziell nur 4 Leute mitnehmen. Aber wir haben ein Item, um ihn zu rufen. Und dieses Item werden wir auch direkt nutzen. Und zwar ist das eine Dog Whistle. Und da seht ihr es, er ist da. Er zählt jetzt als Begleiter von mir. Was auch cool ist. Ich wollte hier eigentlich jetzt keine Unruhe stiften. Das tut mir leid, Danner. Wollt ihr weiteren Ärger machen? Viel mehr verkraften wir in Lothering jetzt nicht. Nein, das ganze Chaos tut mir echt leid. Sie waren selbst schuld daran und sie haben ohnehin genug Ärger gemacht. Aber ich wäre euch dankbar, wenn ihr es dabei belassen könntet. Also gut, mein Name ist Denal. Leider fehlt mir die Zeit zum Plaudern. Wie ihr seht, haben wir ein volles Haus. Das ist doch was Gutes, ne? Was wisst ihr denn über den eingesperrten Kunari außerhalb des Dorfes? Ich habe da so eine Stimme gehört. Dieses Ungeheuer hat 3 Familien auf dem Gewissen. Wie ein wildes Tier hat er sie zerfleischt. Der Käfig ist noch zu gut für ihn. Aber das versteht die Kirche wohl unter Barmherzigkeit. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Dem Erbauer sei Dank, dass wir Taryn Logan in Ostagar nicht verloren haben. Es heißt, er habe seine Truppen rechtzeitig zurückgezogen. Ohne ihn wären wir verloren. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Wer waren eigentlich diese Männer, gegen die wir gekämpft haben? Als Taryn Logan vorbeimarschiert ist, hat er sie hier gelassen, um nach grauen Wächtern Ausschau zu halten. Ich nehme an, das seid ihr. Behaltet das bitte für euch. Ich habe keine Zweifel an euch, egal was der Taryn sagt. Mein Großvater hat gedient. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Was darf es denn sein? Ich danke dir. Ich muss gehen. Viel Glück auf eurem Weg. Ich danke dir sehr. Wir haben hier, Balin, genau, Balin. Bei ihm können wir Gifte machen. Ist auch schön, ne? Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Du verkaufst Waren? Hui. Keine Sorge, um den habe ich mich gekümmert. Wirklich? Nun, was soll ich dazu sagen? Danke? Gerne, zeig mir mal, was du anzubieten hast. Thorn of the Dead Gods. Ich wusste nicht, dass es existiert, aber ich würde es nehmen, ne? Ein Blitzstab. Elektrizitätsresistenz und Schaden ist ganz nett. Macht auch ein bisschen mehr Schaden. Auf jeden Fall sehr interessant. Der Thorn sieht sehr gut aus. Amulett der Übereinkunft. Verringert Feindseligkeit. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Hier können wir Dinge kaufen, die für Fallen sehr praktisch sind. Brauchen wir aber auch momentan nicht mehr, weil ich ja die Quest leider Gottes verhauen habe. Hier sind nämlich die ganzen Sachen. Pläne und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob ich diese ganzen Pläne kaufen müsste, um sie freizuschalten hier. Oder ob ich sie später nochmal kaufen kann. Ich würde sie gerne hier kaufen. Aber der Thorn sieht halt auch ziemlich geil aus. Wir können ein bisschen was verkaufen, ohne Angst zu haben, jetzt großartig was zu verlieren.
Und dann gucken wir mal, wie viel wir da rauskriegen, dass wir vielleicht doch diesen Thorn kaufen können. So, bevor wir jetzt aber hier irgendwie was Neues einkaufen, habe ich gesehen, dass wir ein Buch haben. Ein Fomari-Buch. Die Fomari sind für ihre bedingungslosen und hingebungsvollen Streben nach Wissen bekannt. Dieses Handbuch ist einer der bekannteren Texte der Fomari und vermittelt verschiedenste Erkenntnisse über Fähigkeiten und Wissen. Der Leser dieses Buches erhält einen Punkt, um eine Fähigkeit zu steigen. Na dann, werde ich es mal lesen. Warum nicht? So, wir können nämlich aufsteigen jetzt und können eine neue Fähigkeit erlernen. Wie wäre es denn mit der Kräuterkunde, um die Sachen herzustellen? Das wäre ziemlich praktisch. So, und Balin hat noch eine Quest für uns. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Ja, wo in Lothering kann ich gut bezahlte Arbeit finden? Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Ich habe mich an derartigen Dingen schon versucht. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Vielen Dank. Möglicherweise habe ich einige Zutaten auf Lager. Ich weiß ja nicht genau, was ihr braucht. Auch darum werden wir uns dann kümmern. Jetzt noch nicht. Erst, wenn wir uns den Rest hier mal angeguckt haben. Wir haben hier zwei Baden, die interessieren mich aber relativ wenig. Wir könnten jetzt noch hier reingehen und sehen, dass hier ein Soldat... Warum liegt hier ein Soldat? Was habt ihr hier getan? Wir looten einfach alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und selbst wenn es verschlossen ist, wird uns das nicht davon abhalten, da ranzukommen. Genau so wird es geschehen. Und dann möchte ich noch, bevor wir hier den Raum, das Haus verlassen, kurz mal Liliana ausrüsten. Sie ist eine Schurkin. Genau, und als Schurkin dürfte sie eigentlich relativ leichte Rüstung tragen müssen. Leider Gottes hat sie momentan keine Rüstung und ich habe auch keine Rüstung, die ihr was wirklich hilft. Ich meine, ich kann ihr den Helm der Tiefe geben, aber das wäre ein schwerer Helm, das wäre uncool. Ich kann ihr aber Amulette und so geben. Sie hat ja ein Amulett. Klugheit und mentale Wieder... Ja, braucht man nicht. Kriegt sie lieber das hier. Gesundheitsregeneration ist ziemlich gut. Und Rüstungsdurchdringung und hinterhältige Angriffe, sag ich nicht nein zu. Absolut nicht. Wir haben noch einen Gürtel der vielen Taschen, der sehr viele Resistenzen gibt. Den gebe ich ihr mal, einfach weil sie keine Rüstung momentan hat. Guck mal die anderen kurz durch. Ich kann dir, lieber Alistair, den Helm geben, weil er halt nun mal was bringt. Und ich guck mal, die Aegis bringt auch wesentlich mehr, also kriegst du den auch. Auch du kannst noch was gebrauchen. Wahrscheinlich kriegst du den wilden Wolf, einfach wegen der Rüstung. Du hast das Runenzeichen der Besorgnis. Aha, mentale Widerstandskraft. Ist in Ordnung. Kriegst noch einen zweiten Ring, der Willenskraft bringt. Meine liebe Morrigan, du bekommst das Amulett des Kriegsmagiers, auf das du mehr Schaden machst. Ich denke, das wird dir sehr helfen. Und dann möchte ich dir die Schreiter des Nichts geben, einfach damit du ein bisschen stärker bist. Ansonsten kann ich dir momentan nichts geben. Kann ich denn dem Alistair eins der Schwerter geben? Momentan noch nicht. Wir wissen jetzt, dass wir hier... Wie könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ein Chasin würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Aber was ist mit meinen Vorräten? Ich sagte, es reicht. Was ist denn hier los? Meine Fresse. Wisst ihr was davon? Das Grauen, vor dem wir aus der Wildnis geflohen sind, war entsetzlich. Denn wir wissen, dass hier im Norden Banditen noch ihr Unheil treiben. Ich bin also nicht länger gefangen? Warum eigentlich nicht? Das sollte nicht passieren.
Normalerweise ist er gefangen und wir müssten jetzt zur ehrwürdigen Mutter gehen und einen Schlüssel bekommen und so weiter und so fort. Aus irgendeinem Grund ist sein Gefängnis offen und wir haben das alles übersprungen. Darf ich vorstellen, das ist Stan. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde warten. Worauf? Auf die dunkle Brut. Ah ja, und warum begleitet ihr mich nicht stattdessen? Zu welchem Zweck? Naja, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Tatsächlich, selbst meinem Volk ist euer Kith ein Begriff. Es ist legendär. Aber ich schätze, nicht alle Legenden sind wahr. Nun gut, können wir gehen. Ich möchte diesen Ort verlassen. Ich werde dich aber jetzt nicht mitnehmen, weil ich gerade mit meiner Gruppe ziemlich zufrieden bin. Gut, ja, wir haben die Quest absolviert, ohne sie gemacht zu haben. Find ich interessant. Ich finde auch interessant, dass meine zwei Sachen hier zwar aktiviert sind, aber nicht angezeigt werden. Was ist los mit dem Spiel? Warum ist es schon wieder kaputt? Egal, wir suchen jetzt die Banditen, die hier irgendwo hausen sollten, um nochmal ein bisschen Action hier reinzubringen. Die Aufgabe einfach mal fertigzustellen. Währenddessen können wir aber auch natürlich weiter looten. Und da ist schon... Was? Warum schreist du? Das ist schon die erste Gruppe, die wir schnell mal erledigen werden. So, das war Gruppe 1. Drei wissen wir, dass es drei gibt. Oder beziehungsweise von drei wissen wir. War jetzt gar nicht mal so schwer. Klar, ich muss natürlich ein bisschen auf Alistair aufpassen. Nicht, dass er wieder stirbt. Da hinten ist die nächste Gruppe. Aber hier hinten gibt es doch bestimmt auch was, oder? Ja, oh. Für alle, die Arachnophobie haben, hier gibt es ziemlich dicke Spinnen in diesem Spiel. Ich wollte euch nur noch mal Bescheid geben. Und einfrieren. Ey, es sind aber wirklich riesige Spinnen. Es geht gar nicht. Absolut nicht. Ich nehme an, die sind hier platziert worden, damit wir die Giftquest gut absolvieren können. Ich meine, Giftextrakte kriegt man sonst nicht wirklich. Ui, die haben ein eigenes Skelett. Das ist cool. Ist mir nie aufgefallen. Und wisst ihr, was noch cool ist? Wir sind bald Level Up. Ui, da freue ich mich sehr. Dann ist die nächste Räubergruppe. Na, dann werden wir uns die mal vornehmen. Die haben auch einen Mabari, der gleich auf Eis gelegt wird. Okay, Alistair ist gerade gestorben. Ich habe nicht rechtzeitig drauf geachtet. Dann werden wir gleich mal euch zeigen, was passiert, wenn wir die sterben. Liliana nicht sterben. Das wäre sehr uncool. Ich will nicht zu viele Ressourcen verbringen. Verbrauchen. Ich kann nicht mehr reden. So. Die Sache ist nämlich, wenn die sterben, dann sind sie nicht tot, sondern nur für diesen Kampf tot. Wenn sie sterben, haben sie einen Malus. In dem Fall ist es eine Gehirnerschütterung. Abzug auf Magie. Wäre jetzt bei Alistair gar nicht mal so schlimm. Den könnten wir ruhig mit dem Malus weiterrennen lassen, das wäre absolut kein Problem. Müssen wir aber nicht. Wir haben nämlich Verletzungsausrüstungen und in dem Falle könnten wir eine nutzen und der Malus ist halt einfach weg. Wir haben ihn behandelt. Was später ziemlich wichtig ist, wenn dann die Sachen... Oh, du hast sehr viel Rüstung. Wenn dann die Sachen rausfliegen... Oder die Malusse reinkommen, die echt uncool wären für uns. Zum Beispiel bei mir jetzt eine Magie-Minus. Und bei ihm ein Kraft-Minus oder so. Das wäre halt ziemlich uncool. So, wir leveln einmal. Und wir können eine Spezialisierung raussuchen. Formwandler, Geistheiler, Arcana-Krieger. Was ziemlich interessant klingt. Und Blutmagier. Ganz ehrlich, mich würde der Geistheiler... am meisten interessieren.
Nicht unbedingt, weil wir ein reiner Heiler sind, aber ich achte gerade mehr auf die Gesundheit der anderen als alles andere und dementsprechend ist Geistheiler ziemlich gut. Es gibt uns einen Bonus von 2 auf Magie und eine schwache Gesundheitsregeneration selbst im Kampf für uns selbst, was ziemlich geil ist. So, alles in allem bin ich mit der Willenskraft sehr zufrieden, also werde ich mal alle Punkte in Magie wieder investieren. Wir könnten einen Stabfokus bekommen. Der Charakter hat sich auf direkte Angriffe mit einem Magierstab spezialisiert und erhält bei normalen Angriffen einen permanenten Bonus auf Schaden. Das würde uns an sich gar nicht mal so schlecht helfen, weil wir halt einfach mehr DPS raushauen. Und die Meisterschaft danach wäre auch gar nicht mal so uncool. Ich wäre fast dafür, bevor wir uns irgendwie spezialisieren weiterhin, dass wir den Magier weiter ausbauen. Wir können natürlich auch noch die Gruppenheilung uns holen, was nett ist, aber momentan nicht gebraucht wird. Deswegen nehme ich den Stabfokus. So, wir wissen, hier vorne ist die dritte Gruppe, die letzte Gruppe, um die wir uns kümmern. Und das werden wir auch jetzt schnell machen. Jo, einfrieren. Und elektrisieren. Und er rennt voll auf mich zu. Warum rennst du auf mich zu? Aber selbstverständlich. So, der Mabari ist Geschichte. Könntet ihr bitte die Bogenschützen auch angreifen? Es ist so niedlich, wie du immer weitermachst. Wirklich. Das ist ganz schön viel Blut. So, das waren 3 von 3. Wir haben wirklich 3 Banditen erledigt. Da hinten sind ein paar Flüchtlinge. Mit denen können wir ja mal kurz sprechen, ne? Können wir ja mal ganz kurz machen. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen. Es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Greifst du mich wirklich jetzt an? Ihr seid Flüchtlinge und Bauern. Nee, nur Flüchtlinge sogar. Oh, ihr traut euch ja was. Was, du hattest noch nie Spaß daran, unschuldige Flüchtlinge abzuschlachten? Naja, so unschuldig sind sie nicht, sie greifen mich ja an, ne? Die sind absolut nicht stark. Absolut nicht gut. Warum habt ihr mich angegriffen? Ihr seid dumm. Schon mal auf die Idee gekommen, dass ich wirklich ein grauer Wächter bin und, ich weiß nicht, Erfahrung im Kampf habe? Meine Fresse, dass die wirklich so dumm sind, die Leute. Warum? Ich verstehe es nicht. Egal, wir werden jetzt nochmal ganz kurz die Charaktere von uns einmal ausrüsten, weil wir ein bisschen was gefunden haben, was sehr schön ist. Und dann die Quest abgeben und das war's dann auch wieder für heute. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Ausrüstung. Sie hat jetzt eine mittelschwere Rüstung, die nicht zu ihr passt, weil die Schurken müssen eigentlich leichte Rüstung tragen. Er hat jetzt eine schwere Rüstung, was gut ist für ihn als Tank. Bin ich trotzdem noch nicht ganz zufrieden mit. Aber hey, wir haben momentan nichts anderes. Also müssen wir auch damit handeln, was wir haben. Würdet ihr mir etwas verraten, Morrigan? Habt ihr euer ganzes Leben in diesem Wald verbracht? Hin und wieder ging ich fort, kam aber immer wieder zurück. Warum? Ist das so ungewöhnlich? Es war mein Zuhause. Und ihr habt da allein mit eurer Mutter gelebt? Sonst war niemand da? Mutter hatte von Zeit zu Zeit Besuch. Was? Besuch? Will ich das überhaupt genauer wissen? Nein, ganz sicher nicht. Oh Gott, Besuch, verstehe. Lasst ihn euch erkennen und sein Licht auf euch werfen. Denn ihr habt heute sein Werk vollbracht. Danke. 3 Goldstücke und eine neue Quest. Wenn Bären angreifen, ich verfasse dieses Schreiben im Namen des Bauern Thet und seines verstorbenen Sohnes. Der Bauer sei mein Zeuge, dass ich all jene, die im Umgang mit Waffen und Rüstung bewandert sind, dazu auffordere, den Gefahren des nördlichen Waldes entgegenzutreten und die Bärenfamilie zu stellen, die den jungen Enet zerfleischt hat. Diese Wesen sind Abscheulichkeiten in der Schöpfung des Erbauers und es würde den nördlichen Höfen Beruhigung und Thets Familie Trost bringen, wenn ihre Pelze erbeutet würden.
Als Lothringskantor lobe ich hiermit einen Sovereign für denjenigen aus, der diese Aufgabe und damit den Willen des Erbauers ausführt. Möge er mit Umsicht vorgehen, damit wir uns alle im Lichte des Erbauers baden können. Klar, so ein Bären erledigen ist jetzt nicht das Schlimmste. Ein letztes Andenken. Gedankt sei den Dorfbewohnern, die den Flüchtlingen in den finsteren Zeiten ihre Scheunen und Höfe geöffnet haben. Die Kirche hört häufig lobende Worte von unseren Gästen und eure noblen Taten werden in vielen Gebeten erwähnt. Zu unserem Bedauern gibt es im Dorf einen kleinen Jungen, dessen Mutter, die gute Saha, verschwunden ist. Da sie schon seit annähernd einer Woche vermisst wird, ist sie vermutlich tot. Möge der Bauer ihr beigestanden haben. Sie war eine Dame mittleren Alters mit roten Haaren, die am liebsten einen grünen Mantel trug. Sollte ein Reisender oder Einwohner sie in der Wildnis finden, so möge er bitte ihren Leichnam oder ihre letzte Habe zurückbringen. Der Junge wird später dankbar für ein Andenken sein, das ihn an seine tapfere Mutter erinnert. Das Büro des Kantors wird diese Freundlichkeit mit einem Betrag von 50 Silberlingen vergelten. Möge der Erbauer auf uns alle herabblicken. Gucken wir uns auch noch an, aber nicht mehr in dieser Folge. Wir werden in dieser Folge noch Alistair kurz hochleveln, weil warum nicht? Er kriegt mal ein bisschen Willenskraft wieder ab und ein bisschen Stärke. Und dann schauen wir mal, was er so als Krieger zu tun hat. Er könnte weiter die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was er jetzt schon mehr als genug macht, meiner Meinung nach. Aber wir haben neue Sachen für Waffe und Schild freigeschaltet. Ui. Und zwar überwinden. Der Charakter schlägt schnell dreimal hintereinander mit seinem Schild zu. Und verursacht mit beiden ersten Schlägen normalen Schaden. Ist der letzte Schlag erfolgreich, erleidet das Tier einen kritischen Treffer und wird zu Boden geworfen. Das ist cool. Das freut mich sehr. Das wird er bekommen. Schön, Alistair. Du hast schöne Sachen bekommen. Und damit muss ich mich verabschieden für heute. Wir sind jetzt ein kleines Stückchen größer geworden, was die Gruppe angeht. Wir haben jetzt Liana bei uns und Stan, auch wenn Stan seine Aufgabe kaputt war. Genau, mein Junge, genau. Und mit dieser Gruppe werden wir in der nächsten Folge die Quests hier weiter in Angriff nehmen. Dann noch die Quests für die Wundumschläge und für die Gifte fertigstellen. Ja, und ich denke, danach haben wir Lothering soweit fertig. Ich glaube, danach können wir es verlassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Also, bis dann!